Eigentlich weiß es jeder, körperliche Bewegung ist gut für Leib und Seele. Aber je älter man wird, desto schwieriger wird es und gleichzeitig doch umso wichtiger. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass man selbst bis ins höchste Alter hinein durch Sport und Bewegung eben ganz positive Effekte sowohl auf körperlicher Art als auch auf psychischer Art erreichen kann. Und auch wenn man mit 80 noch anfängt mit Training, kann man innerhalb von 8 Wochen zum Beispiel seine Muskelkraft um 50% steigern. Und das ist natürlich entscheidend, wenn es um den Alltag geht. Ja? Also wenn es darum geht, Sturzprävention zu betreiben. Also gerade im höchsten Alter entsteht viel Pflegebedürftigkeit durch Stürze. Ja? Und wenn man da einfach durch eine bessere körperliche Verfassung entgegenwirken kann, ist natürlich Sport und Bewegung eine super Sache, um einfach da was zu tun. Ja? Und vielen Leuten ist es wichtig, bis ins höchste Alter eigenständig zu sein und alleine zu Hause zu leben. Und auch das ist natürlich dann möglich, wenn man körperlich fit ist. Das bedeutet aber nicht, dass man noch Marathon laufen muss. Auch kleine Bewegungseinheiten können große Effekte erzielen. Das fängt im Alltag an. Das sind die Kleinigkeiten, dass man statt dem Aufzug die Treppe nimmt oder dass man mit dem Rad mal zum Supermarkt fährt und nicht das Auto nimmt. Darüber hinaus, wenn man sagt, ich möchte mich natürlich ein bisschen weitergehend sportlich betätigen, ist es super, wenn man sich einen Verein sucht in seiner Nähe. Also inzwischen haben viele, viele Vereine sehr spezielle und auch vielseitige Angebote, vor allem für Ältere. Da kann man sich wirklich raussuchen, welche Sportart man gerne betreiben würde oder wie man sich gerne sportlich betätigen würde. Und dann kann man schauen, dass man Gleichgesinnte findet und da sich eben zusammentut und sich sportlich betätigt. Kurse wie orthopädische Gymnastik, Fit bis ins hohe Alter oder Yoga auf dem Stuhl für Senioren gehören bei vielen Vereinen längst zum alltäglichen Angebot. So auch beim TGS Mörfelden-Walldorf. Ich möchte also, dass die Leute so lange wie möglich auch mobil bleiben, denn wir werden ja auch immer älter und es sind Übungen hauptsächlich für Kraft, Bewegung, ganz viel Koordination, Sturzprophylaxe, was halt auch wichtig ist, wenn man im Alltag mal irgendwelche Situationen kommt, wo man nicht so sicher ist. Ja. Man geht nun schon seit Jahren hierher und immer wieder kommt was Neues. Das ist schön. Die Altersspanne in diesen Kursen ist häufig groß und somit auch die Anforderungen an den Kursleiter. Die jüngste Teilnehmerin, ich weiß es gar nicht so genau, aber die ist so Mitte 60 und die älteste ist schon 84. Es gibt sicherlich Übungen, die für die Älteren problematisch sind, aber ich lasse jedem Teilnehmer die Möglichkeit, die Übung so zu machen, wie er sie kann. Es sind auch unterschiedliche Probleme, Knie, Hüfte, Schultern. Manche sind auch im ganzen Bewegen schon ein bisschen eingeschränkt. Und ja, jeder das, was er kann. Um die Fitness im Alter noch weiter zu fördern, hat der Deutsche Olympische Sportbund deswegen die Initiative Auf Leben gegründet. Auf Leben steht für aktiv und fit leben. Und das ist ein Projekt, in dem wir die Zielgruppe der Älteren ansprechen. Kern des Projektes sind 2 Schwerpunktthemen. Der Landessportbund Berlin beschäftigt sich überwiegend mit den Menschen, die sich gerade im Übergang von Beruf und Rente befinden. Ein zweiter, sehr wichtiger Personenkreis wird beim Deutschen Turnerbund thematisiert. Beim Deutschen Turnerbund geht es darum, Hochaltrige und Menschen mit Demenz und pflegende Angehörige anzusprechen. Also eine ganz andere Zielgruppe, aber auch eine Zielgruppe, die natürlich aufgrund des demografischen Wandels immer mehr in den Fokus rückt und für die es wichtig ist, dass auch die angesprochen wird und für Sport und Bewegung nochmal begeistert wird und eben ins Boot geholt wird. Vor allem bei demenziell erkrankten Menschen ist es ja so, der Geist schwindet, aber der Körper bleibt. Von daher ist es so, dass man über Bewegungsangebote da den Menschen noch ganz viel geben kann und sie ganz gut auch beschäftigen kann. Darüber hinaus sollen hier aber vor allem auch die pflegenden Angehörigen angesprochen werden. Es ist so, dass wir den pflegenden Angehörigen, die häufig für die demenziell Erkrankten oder auch die Hochaltrigen, die zu pflegen sind, zeitlich sehr eingebunden sind, denen wollen wir ein Parallelangebot quasi machen, dass auch sie in der Zeit, in der ihre zu pflegenden Angehörigen eben bei Sport und Bewegung sind, dass auch sie die Möglichkeiten haben, sich mal was für sich zu tun und sich auch eben sportlich zu betätigen und mit anderen auch mal auszutauschen, eine Plattform zu schaffen. Denn Sport und Bewegung dient nicht nur der körperlichen Fitness,
Vor allem ist es auch eine Möglichkeit, um soziale Kontakte zu pflegen. Wir haben unheimlich viel Spaß und lachen auch viel. Die Gruppen sind klein, das macht es ja auch leichter. Von daher gehen wir eigentlich alle gerne hierher. Wichtig ist immer, dass man Verabredungen hat, dass man einen Termin hat, zu dem man geht oder Leute, mit denen man sich trifft, weil dann fällt es immer leichter, Sport zu machen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß hat.